Venezuela, was haben wir da? Assassination. One of our early model agents has turned renegade. Und der wird gerade verhört. She must be terminated before she is able to divulge this information. Okay, also es hat Zeitdruck, die Mission anscheinend. The safe house is located in the middle sector of the city. Our preliminary scout reports show that it is flanked by two larger buildings. That the only way into the entrance courtyard is by traveling over the rooftops. Okay, also müssen auf die Dächer rauf und von den Dächern irgendwie so einen kleinen Innenhof und da ist dann das Ziel. Kein Problem. Die Wachen sind kein wirkliches Problem. Für einen gut ausgerüsteten Trupp, also unseren Trupp. Aber feindliche Agenten werden ebenfalls auf dem Weg dahin sein. Und wir müssen halt schneller sein als die, sonst können es Ärger geben. Und zwei Agenten sollen die Dächer sichern und der Rest soll von vorne und hinten und hier und da. Nee, wir gehen hin und töten einfach alles. Das war bisher noch nicht so wirklich das Problem. Also, alles reloaden. Mit vier Mann, klingt gut. So. Also, davon kann eins weg. Das war ein Prototyp, den wir gefunden haben. Ein Prototyp vom Gegenstand, den wir schon als Massenware herstellen können. Was ein bisschen komisch war. Oh, na gut. Mods sind... Augen bitte erforschen. Danke. Und bei allen dann Arme kaufen. Purchase. Auf 300.000 runter. So. Wir sollen uns beeilen, sagten die. Wegen feindlicher Agenten und so. Wir müssen auf irgendwelche... Ja, mach weg. Da oben sehe ich es pingen. Oh, das sieht hier schon sehr verwurstelt aus. Wo läuft ihr hin? Wo sind Nummer 1 und 2? Da. Gut. Also ich denke, ich muss hier rauf. Darauf. Hier rüber. Ich sehe bisher noch nicht so wirklich viele feindliche Agenten. Unten ist einer, ja. Aber zwei, okay. Oh, und der ist schon was beim Ziel. Ja. Was? Wie jetzt? Achso, sie ist irgendwie im Kreuzfeuer mitgestorben, weil die Laser machen ja Flächenschaden, ne? Okay. Ja, kann ich mitleben. Ja. Completed. 100% Accuracy. Accept. Ja, gehen wir einmal so rum. Hm? Brief. Deep Strike Sabotage. Wir sollen eine Basis betreten und alle Fahrzeuge zerstören. No trace must be left of the attack. The base is located to the west of the city and is believed that it's only accessible by road. Also brauche ich ein Fahrzeug, um dahin zu kommen, um Fahrzeuge zu zerstören. Only one enemy squad is da. Ja, okay. Obviously, we'll have to locate a means of transportation. Also müssen wir am Anfang einen Wagen finden, um die Basis betreten zu können. Und das Fahrzeug, das wir zum Infiltrieren benutzen, muss ebenfalls zerstört werden. Irgendjemand steht da echt nicht auf. Fahrzeuge. Reload, reload, reload. Das heißt, wenn wir wieder so eine doofe Sache haben, mit man kommt nur mit einem Fahrzeug rein und raus, dann sollte ich ganz am Anfang zu Fuß rumlaufen und erstmal alles an Gefahrenquellen zerstören, was da so kreucht und fleucht. Wir haben alles, ne? Ja, except. Ja, wir stehen direkt vor einem Wagen. Den werden wir nicht nutzen. Stattdessen werden wir sofort mitten auf der Straße die Waffe ziehen. Und alles zerstören, was irgendwie polizistenartig, securityartig oder agentenartig aussieht.
Das sind ganz schön viele. Ah, sogar ein Agent. Oh. Ja, ein Agent. Westen der Stadt, da hat so gerade gepingt, ja. Aber ich muss die Straßen erstmal komplett säubern. Weil ich keinen Bock habe, dass jemand meinen Wagen anschießt und wir alle in die Luft fliegen. Da sind irgendwie drei Polizisten drin, die sollten mal weit genug weg sein. Hm, die Bahn irritiert gerade ein bisschen. Wir brauchen die Bahn aber nicht, um in die Basis zu kommen, oder? Ich glaube, ich sollte erstmal dahin gehen, wo das Ping herkommt. Genau da. So, da oben sind Sicherheitskräfte. Die eventuell ein Auto ansnipern könnten. Jetzt nicht mehr. Und da drin laufen wir gerne hin und her. Ja, das ist richtig. Da muss ich also rein mit dem Wagen. Ich sehe da noch Polizisten auf der Minimap, aber nicht, hier so normal rumlaufen. Wegen der doofen Karte. So. Das sollte jetzt reichen. Dafür haben wir aber auch kaum noch Munition. Also ja, da drin sind auch welche, aber die werden jetzt nicht rauskommen und ganz gezielt auf unser Auto losstürmen. Hoffe ich mal. Was? Wo kommt ihr denn her? Den auch noch. Okay. So. Da lang. Da rum. Und einfach nur dieser Straße hier folgen, richtig? Weiter, 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 weiter. Ja. Na, das ist jetzt nicht gut. Hier können nämlich überall irgendwelche doofen Polizisten sein, die noch leben. Achso, okay, fährt auch dahin. Gut. Warte, warte, warte. Einmal ganz kurz entspannen. Genau, kannst ja hier stehen bleiben. Es kommt ja keiner raus. Die können nämlich auch nicht raus ohne Wagen. Also wir lassen die Adrenalinwerte ein bisschen runtersinken. Und dann brauchen wir gleich sehr viel Glück. Mehr ist es nicht. Und sowas mag ich nicht, wenn es rein glückbasierend ist. Ich muss also jetzt reinfahren, sofort aus dem Wagen rausspringen, damit wir nicht mit dem Wagen explodieren. Dann hoffen, dass keiner auf den Wagen schießt. Dann das Auto da zerstören und dann wieder raus. Na gut, Panikmodus an. Rein. Weiter, 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 weiter. Raus, 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 raus. Okay. Da sind noch mehr Agenten. Wir haben keine Munition mehr. Das ist nicht lustig. Aber es ist eine Tatsache. Raus. Ja, okay, wir überleben schon mal. Oh, oh. Nein. Also wir leben schon mal eine Autoexplosion, das ist gut zu wissen. Nehmen wir Prügel? Nein. Also ich könnte jederzeit Escape drücken, aber das finde ich ein bisschen albern, weil die kommen jetzt halt nicht raus. Die bringen uns halt um. Warte. Ich bin zerstört. Momentchen mal. Da, we weeps. Okay. Das heißt, wir steigen jetzt aus, schnappen uns die Minigun. Mit dem Minigun. Du hast die Minigun. Da ist nicht sehr viel drin. Achso, hier unten war noch ein Wagen. Warte. Schnapp du dir den Wagen. Du den. Okay, dann fahren wir beide raus. Stellen die Autos nebeneinander. Wer war euer Fahrer? Ja.
aussteigen? Okay, alle. Ich habe gar keinen. Stopp. Alle Mann aussteigen, sag ich. So, du steck die Waffe weg. Weg, weg, weg. Kann ich jetzt gehen? Nein, nicht so gehen. Einer ist tot von meinen. So, eins ist draußen, ihr seid draußen. Du. Nummer 4, steig da ein und fahr ein bisschen näher ran. Okay, Nummer 3. Fahr dahin. Nummer 4, fahr dahin. Und 3 kann raus. Nummer 4, dahin. Wo fährst du jetzt ganz lang? Sie müssen halt nebeneinander stehen, sonst schaffe ich es nicht mit der einen Waffe beides zu zerstören. Das ist das Problem. Okay. Evacuate. Allesamt. Go. Alles runter, alles runter, dem Ping folgen. Das war eine sehr komische Mission. Aber ja, jede Mission, wo man halt ein Auto braucht, um überhaupt irgendwo irgendwas zu machen, endet meistens im Chaos. Wo sind wir? Da sind wir. Boah, sind wir lahm. Da. Und dass jetzt einer unserer Agenten totgefahren wurde, obwohl er eigentlich... direkt Explosion überleben kann, wenn er in einem Auto sitzt und das Auto explodiert, ist auch ein bisschen komisch. Das kostet jetzt mal eben 300.000 mehr, oder? Wird eine ganze Ecke kosten, Agent Nummer 2 zu ersetzen. Aber Hauptsache, wir haben eine Mission geschafft. Weil langsam kommen wir auch in den Endcontent, ne? Also es wurden ja die wildesten Prognosen am Anfang aufgestellt, wie weit ich denn komme in dem Spiel. Weil es ja doch so schwer ist. Aber bis hier geht es einigermaßen gut. Und ich sollte jetzt schon bei 70% sein, oder? Ja. 70% dürfte hinhauen. Oh, das da. Atlantic Accelerator. Das klingt sehr wichtig. Big Black, Comet Sweep. The Atlantic Ocean, after decades of misuse, has become one of the most polluted seas in the world. Okay. Our intelligence shows that the scientists on board are extremely close to making the great discovery which may save the planet. The syndicate that has this discovery can surely rule the whole world. Dum 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 dum. Okay, your squad has been airlifted to the accelerator and your mission is to sweep all other enemy agents from the platform to claim the station. For the advancement and conquest. Okay, mehr Info? The enemy syndicates have realized that we are the most significant threat to their survival and as such have bonded together in an awesome alliance of resource and manpower. The strike and assault teams of 7 other syndicates have also been deployed on the station. Okay. You are totally outgunned and outnumbered. We believe that Gauss guns and miniguns are the standard guard post equipment. Also stinknormale
Polizisten haben Miniguns und Gauss-Waffe. Tactics. The whole squad muss ich bis. Okay, wir sollen die Gegner in kleinen Grüppchen anlocken. Ja, und wir sollen gegnerische Waffen aufheben. Medkits und Energy Shield should be carried as standard. Okay. Puh, das klingt jetzt ehrlich gesagt eher so wie eine Endmission. Bin irgendwie davon ausgegangen, dass man die ganze Karte erobern muss und nicht jetzt hier nur das eine Ding. Aber mal gucken. Good luck. Accept. So, erstmal brauche ich einen Agent Nummer 2. Da nehmen wir mal James. James bekommt neue Beine, neue Arme, eine neue Brust, Herz, Augen und Brain. Dann bekommt er ebenfalls Medkits, 2 Stück, Energy Shield, Minigun und Laser. So, 3 Laser, 2 Minigun habe ich bisher. Ja, soll ich bei denen hier auch mal machen. Das kann weg. So, als Standard-Equip. Warum haben die alle so viele Medkits dabei? Ah, du hast schon eine Minigun da unten drin. Gut. Hier. Achso, war schon richtig. Purchase. Habt ihr alle, ne? Okay. Research. Heavy wird in die Gauss-Waffe sein. Ja. Also wenn... 78.000? Ja, also eventuell verliere ich gleich meine besten Agenten und habe danach kein Geld, sie neu zu kaufen. Das könnte passieren. Also muss ich sehr, sehr vorsichtig vorgehen. Ja, okay, accept. Wow, wow. Was zur Hölle? Okay, Laser sind gleich alle. Okay. Schild an. Und weitergehen. Da, so, die Waffen können wir jetzt fallen lassen. Alles mitnehmen. Da, Minigun. Oh, verstecken. Oh, wo ist mein Agent Nummer 3? Was zur Hölle war das? Ich denke, das ist wirklich die finale Mission. Aber ich werde sie jetzt nicht noch machen können, weil ich habe kein Geld für die ganzen Agenten und die Ausrüstung. Das heißt, ich suche mir jetzt irgendeine Mission, die ich machen kann, am besten ohne groß kämpfen zu müssen. Ja, das akzeptiere ich. Peru, Paraguay, ja, okay, nächste Folge gucke ich dann, wo ich hingehe und dann hoffe ich, dass wir dann ein paar leichte Missionen bekommen, um dann genug Geld zu machen, um die Agenten alle wieder komplett auszurüsten. Ich weiß nicht, was ich sonst mache. Sonst fange ich halt eine Mission an, breche sie dann ab und dann geht ja in der Zwischenzeit auch, vergeht ja auch Zeit und wir kriegen dann ein bisschen Geld. Was natürlich cheesy ist, aber das ist die einzige Möglichkeit, die ich gerade sehe. Ich glaube, Libyen war eine ganz frühe Mission, oder? Wenn sie hier gestartet, darum. Ich glaube, Libyen könnte einfach sein. Assassination. Ja, das guckt's mal, wie gesagt, nächste Folge.